Oh. Hallo, ich melde mich nach langer Zeit mal wieder und zwar diesmal aus der Camargue. Ich mache gerade Urlaub mit meiner Freundin und ein kleines Ziel davon war einfach die Petite Rhône, also die kleine Rhône. Ich habe diverse Videos von hier schon mal gesehen und ich habe diese Landschaft so faszinierend gefunden. Und haben mir gesagt, einmal will ich, auch wenn ich nicht jetzt im Camp bin und ein Boot gemietet habe und so weiter, ne, sondern nur ich und meine Freundin, ein paar kleine Routen, also eine Weltspinnroute ist das Größte, was ich mit habe. Und ich habe gesagt, ich will das einfach mal erleben. Und ohne jetzt auf die Welsfischerei einzugehen, da gibt es genug, die sozusagen tagelang hier schon gesessen sind. Und vielleicht ein bisschen mehr wissen, ich habe auch jetzt kein Boot mit und so weiter, sondern habe die Steine, also einen Stein habe ich gesetzt und einen abgespannt, rausgeschwommen. Wenn was beißt, dann wäre super, wenn nicht, dann ja, war es trotzdem schön. Und das mit schön meine ich wirklich schön, weil eine Fischerei, die ich hier entdeckt habe, die was mir sehr gefallen hat, ist die Spinnfischerei auf Meereschen. Ich kenne sie aus Italien schon, da haben wir das mit Spirulina gemacht und so weiter, und da gibt es diverse Tricks, wie man das machen kann. Und hier unten habe ich das von einem Einhängerschnitz gesehen, wie es wirklich gut funktioniert und mich wirklich gut meine ich, wenn sie da sind und du den Schwarm gefunden hast, beziehungsweise hier auf der Wasserfläche sind sie verteilt, also da sind 30, 54 dort und wenn es gut kommt am Abend, ich habe ein kleines Video gemacht. Hast du 100 Mäuler nebeneinander, also da ist genug Fisch da und dann ist es auch verständlich, dass der Welsen sich auf das spezialisiert, weil es wär sinnlos, kleinen anderen Fischen hinterherzujagen, wenn auf der Oberfläche Massen an Proteinen da sind. Gut, ohne lange jetzt herumzuschweifen, wie schön es hier ist. Ja, man kann es sehen, es ist wirklich Dschungelfischen, es ist ein Fluss links, rechts. Bäume, Sträucher, Pflanzen im Wasser, also wirklich das Fischen, was ich leider in Österreich, Donau und so weiter noch nie gehabt habe. Also das ist hier wirklich ein Traum, wirklich traumhaft. Ja, und ich will mal auf das Fischen ein. Ich habe eine kleine Barspinnroute, nichts Schweres, die ist glaube ich 50 Gramm Maximum, wobei das schon fast zandermäßig ist. Aber die eigentliche Montage ist da ganz vorne ein Spinner, den kennt jeder. Ich mag halt die Inline-Spinner, die machen sozusagen schon viel Druck im Wasser, lassen sich aber unheimlich angenehm ziehen und machen nicht so ein derartiges Ruckeln drin. Das heißt, die feine Bisse spürt man trotzdem. Also wie gesagt, vorne einfach ein schönes Mono-Vorfach. Ich empfehle 0,30er, es sind ein paar Steine hier drinnen. Auch wenn ihr es woanders macht oder so, also ein bisschen Abrieb braucht man. Hinterher habe ich eine 0,25er, weil die Meereschen nicht zu klein werden können. Also 40, 50 cm, 60 cm sind hier schon Ausnahmen, aber so mit 40 kann man dauerhaft rechnen. Das sind schöne Fische und die machen auch richtig Rabatz. Es ist, ich habe einen Spinner gehabt, hinten einfach den Drilling abgezwickt und habe jetzt eine Schlaufe genommen. Weil ich mir ein paar von diesen kleinen Vorfächern gebunden habe, also die sind jetzt genau 10, 15 cm lang, das muss auch gar nicht so lang sein, es kann auch hier schon der Haken hängen, das war variabel. Und ein einfacher Einzelhaken, ich habe hier ein kleines Modell genommen, das ist dann schwerer zum Binden mit der etwas dickeren Schnur, aber ich vertraue diesem Haken schon beim Matchfischen und Fiedern schon seit Jahren, der ist wunderbar scharf und funktioniert einfach. Und dadurch, dass es schon klein ist, packt auch recht gut die Meeresche. Was man noch dazu braucht, sind die Sandwürmer. Das sind hier, ist er hier. Und ich kann nicht garantieren, ich habe es mit unzähligen Variablen probiert, einen Gummiköder hinten dranhängen und so weiter und so fort. Sie ziehen hinterher, aber die Bisse, was sie auf die hier bekommt, das ist wirklich, also das ist ein gewaltiger Unterschied. Wo man vorher vielleicht einen Anfasser hat mit Gummi oder mit einem Tauwurm oder so weiter, bekommt man hier wirklich einen knallharten Biss, weil sie das wirklich mögen. Diese Sandwürmer sind ein Teil ihrer Nahrung und sie lieben es. Und was ihr aber auch probieren könnt, nur ist die, was ihr auch probieren könnt, ist halt vielleicht ohne Spinner, sondern mit einer kleinen Pose oder so.
Die größeren Märchen sind hier immer wieder am Rand und diese Wasserpflanzen, die hier drinnen sind. In diesen Wasserpflanzen sind ganz kleine Krebschen. Wenn ihr diese Krebschen nehmt und sozusagen eine Märchenform, die das gerade vorbeischwimmt, oder überhaupt eine Märche, die vorbeischwimmt, vor die Nase hält, funktioniert es auch. Problem hier ist einfach, man muss warten, bis man sie sieht. Beziehungsweise man muss auf einen Biss warten. Das heißt, es ist weit unspannender, weil man hier nicht gezielt jetzt großartig anfüttern kann mit mehr Flusskrebs oder so, sondern da muss man ein bisschen warten, dass ein Schwarm vorbeikommt. Funktioniert aber auch. Also bevor ihr hier jetzt verzweifelt und keine Sandwürmer habt, es gibt auch die Möglichkeit mit den kleinen Flusskrebsen einfach mal dieses Seegras ein bisschen durchwühlen. Das sind immer, die springen fast schon heraus. Ein paar sammeln auf einen kleinen Haken. Irgendwann geht da auch die Pose unter. Wichtig ist nur eine unauffällige Montage hier. Ja, soweit zu dem. Vielleicht schaffen wir es, dass ich jetzt noch einen Biss filme. Ich hoffe das Beste. So, wir sind jetzt so live direkt über dem Wasser. Da seht ihr mal, wie das aussieht hier. Wirklich eine schöne Gegend. Ich habe euch extra so weit rund gegeben, dass ihr vielleicht seht, wie das aussieht beim Biss bzw. einfach das Auswerfen. Hier nochmal die Montage. Entschuldigung, dass es wackelt. Ich habe kein Stativ hier. Ganz unten habe ich jetzt einfach den Sandwurm angehängt. Entweder habt ihr eine Auffädelnadel oder ihr macht es selber. Und wie gesagt, das genügt. Einfach jetzt auswerfen. Ihr habt, ihr solltet ein circa Meter langes Monofiles noch haben. Ja, machen wir ein paar Würfe, es geht das relativ schnell. Wichtig, ich zeige euch auch noch, wie man die Meeresche anfasst, dass sie länger hält. Das ist sehr wichtig. So, und jetzt der wichtige Part. Die Meeresche sollte man nur direkt hinterm Kopf angreifen, mit feuchten Händen. Ein ideal weicher und nicht rauer Kescher, vielleicht noch gummiert, ist noch besser, ist noch schonender für den Fisch. Feuchte Hände, ganz leicht hinterm Kopf angreifen,
und dort festhalten. Ihr seht, so kann man sie ideal hochnehmen. Es kann sein, dass sie davon kommt, die sind sehr agil. Der Haken sitzt ideal. Den braucht man jetzt nur mehr rausziehen. Ihr seht, das war ganz einfach. Und wenn wir sie nicht zu sehr, ihr seht, ist nichts passiert. Kann man sie wieder zurücksetzen. Und die schwimmen davon, als wäre nie was gewesen. Deswegen sehr vorsichtig angreifen, wenn man sie anpackt, dann auch gut festhalten, weil wenn man sie zu locker hält, dann reibt man sie ihre Schuppen ab und die sind sehr empfindlich. Wenn ihr sie dann wirklich mal fürs Wallerfischen nehmen wollt, wobei ich hier empfehlen kann, nicht nur als Köder für die Bratpfanne, ob mich jetzt jemand hasst dafür oder nicht, Meeräscher sind ein exzellenter Fisch für die Bratpfanne. Wenn man sie in einer idealen Größe hat, so ich sage jetzt mal ab 30, 40 cm, je nachdem, bitte trotzdem aufpassen, Schon- und Drittelmaße einhalten, in was für einem Land auch immer ihr seid. Das sind wunderbare Speisefische. Normalerweise im Mittelmeerraum sind sie eigentlich relativ weit verbreitet, halten sich jetzt aber eher in Richtung, dort wo ich eben bin, Côte d'Azur und so weiter. So kliffige Felsen mögen sie natürlich, sie sind halt jetzt hier in der Petite Rhone flussaufwärts schwimmend, genauso wie es zum Beispiel am Po in Italien ist, wo ich normalerweise unterwegs bin, das gleiche. Also diese Montage funktioniert, wenn ihr die Fische habt, ihr habt jetzt vielleicht gesehen, das war wirklich ein Wurf, ein Treffer. Da ist dann auch natürlich bei so vielen Fischen der Futterneid dafür verantwortlich, dass sie so agil oder agil aggressiv darauf zubeißen. Aber es ist wirklich so, ich bin einen Tag jetzt da gewesen, ohne einen Köderfisch, weil ich es mit Alternativmethoden probiert habe. Ich habe einen Anfasser gehabt, das ist einfach zu wenig für das. Und sind jetzt dann kurzerhand, sozusagen haben wir ein bisschen zusammengepackt, alles ins Auto rein. Und haben in einem Fischergeschäft diese Sandwürmer gekauft. Normalerweise alle an der Küste lebenden oder situierten Fischergeschäfte haben diese Sandwürmer normales lagern, weil natürlich Meereschen kann man auch im Meer fangen, klarerweise. Und ja, ich wünsche euch Petri Heil. Vielleicht habt ihr mal die Chance, das auszuprobieren. Es ist wirklich eine spannende Fischerei und wenn ihr eine relativ leichte Route nehmt, ihr habt jetzt vielleicht noch eine bisschen zu steife, es könnte im Eck weicher sein, dann ist das ein Drillerlebnis, das was man mit Forellen kaum noch vergleichen kann. Also wenn die richtig groß sind, dann ist das so eine Mischung zwischen Eitel und Forelle. Bullig, heftige Kopfstöße und ordentliche Fluchten. Und es ist vielleicht auch mit der Fliege, könnte ich mir vorstellen, wäre das auch ein sehr interessanter Grill. Also ich wünsche euch alles Gute, vielleicht zum Selbstfangen mal, ansonsten Tightlines.